Erstmal ein herzliches Glück auf zu unserer heutigen Pressekonferenz. Wir würden jetzt mal mit unserem Sportdirektor weitermachen. Er wird Ihnen eine Erklärung abgeben und dann stellen wir natürlich weiteren Fragen gerne zur Verfügung. Also bitteschön. Liebe Medienvertreter, werte Gäste, auch von mir ein herzliches Willkommen und zur kurzfristig und über Nacht anberaumten Pressekonferenz. Wir möchten Sie jetzt und hier offiziell darüber informieren, dass Carsten Baumann ab sofort der neue Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue ist. Wir sind sehr froh darüber, dass wir uns so schnell mit Carsten einigen konnten und er uns seine Zusage gegeben hat. Carsten hat 30 Bundesliga-Erfahrungen. Als Spieler stehen immerhin 261 Bundesligaspiele für Köln und Dortmund zu Buche. Und als Trainer und Fußballlehrer kennt er nicht nur die zweite Bundesliga, sondern auch den Fußball hier im Osten, wo er bereits bei FC Rot-Weiß Erfurt tätig war. Als Spieler, wer sich erinnert, war Carsten Baumann ein kantiger und sehr unbequemer Innenverteidiger, der mit viel Leidenschaft und Kämpferherz auf dem Platz unterwegs war. Genau solche Typen brauchen wir hier beim FC Erzgebirge Aue. Darum sind wir auch fest davon überzeugt, dass er diese Aufgabe hier bei uns mit sehr viel Elan angehen und auch erfolgreich lösen wird. Carsten Baumann erhält einen bis Ende Juni 2012 laufenden Vertrag. Dieser Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt automatisch um ein weiteres Jahr. Am Nachmittag wird Carsten schon das erste Training unserer Mannschaft leiten. Es wird übrigens im Hauptstadion stattfinden. Ich denke mal, das ist für alle Beteiligten auch ganz gut. Ein oder andere Foto, das noch geschossen werden soll. Und ja, für alle weiteren Aufgaben wünschen wir natürlich Carsten viel Erfolg. Gute Zusammenarbeit. Ja, danke für die, wenn ich jetzt dran bin. danke für die netten Worte. Guten Tag zusammen. Sicherlich werde ich in den nächsten Tagen, wenn ich Sie alle näher kennenlerne, auch die Möglichkeit haben, jeden Einzelnen zu begrüßen, wenn ich dann beim nächsten Mal hier reinkomme. Ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich natürlich, dass der FC Erzgebirge mir das Vertrauen entgegenbringt. Ich bin eigentlich immer gerne nach Aue gekommen. Nur nicht zum Fußballspielen, weil gerade hier in Aue und gegen Aue war es immer sehr unangenehm und es gab selten was zu holen. Und das ist genau der Punkt, da müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen oder wir werden der Mannschaft wieder den Glauben an die eigene Stärke zurückgeben, damit sie ja wieder so selbstbewusst auftritt und sich nicht durch Rückschläge wie das Gegentor am Montag gegen Braunschweig aus ihrem Spielrhythmus bringen lässt. Das werden wir versuchen oder das werden wir machen durch intensive Arbeit und durch viele Gespräche. Deshalb war es mir auch ein Anliegen, so schnell wie möglich hier nach Aue zu kommen und die Mannschaft zu übernehmen, damit wir auch für das nächste Spiel, was schon am Samstag in Cottbus ansteht, gut gerüstet sind. 16.30 Uhr heute im Hauptstadion, das erste Training. Sicherlich nicht so intensiv, weil das letzte Spiel ja noch nicht so lange her ist, aber trotzdem schon mal ein gegenseitiges Beschnuppern mit der Mannschaft. Von den Spielern habe ich bis jetzt noch keinen getroffen, aber das werden wir gleich im Anschluss an die Pressekonferenz vor dem Training nachholen. Ja, ich hoffe, dass das Wetter ein gutes Omen ist für die Zusammenarbeit und freue mich auf die nächsten Wochen. Dankeschön. Schönen Dank, Carsten Baumann. Und damit wäre jetzt die Zeit zum Fragen stellen. Wenn es die denn gibt, dann bitte ich ganz kurz ums Handzeichen, dass wir das Mikrofon durchreichen können. Den Auftakt macht Lars Preußer von der Bild. Herr Baumann, Sie waren in Erfurt, hier im Osten der Republik tätig. Was gefällt Ihnen am Osten so, dass Sie nun nochmal in den Osten kommen, jetzt nach Aue? Also als allererstes gefällt mir der Verein, weil ich glaube, dass es ein sehr gut geführter Verein ist, in dem die Leute gerade auch aus der Region sehr verwurzelt sind. Und ich habe in den Monaten, auch in Erfurt, habe ich nette Menschen kennengelernt. Und deshalb ist es immer wieder eine Freude, hier in der Gegend zu arbeiten.
Das war die Antwort auf die Frage von Lars Preußer von der Bild. Gibt es weitere Fragen? Olaf Morgenstern von der Freien Presse und Kicker. Herr Baumann, verraten Sie uns kurz, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Haben Sie sich beworben beim FC Erzgebirge, erstmal auf Sie zuzukommen, und wann war die Kontaktaufnahme? Also das war alles relativ kurzfristig. Gestern Mittag habe ich den Anruf bekommen von Steffen Heidrich, und wir haben uns kurz ausgetauscht. Hat gefragt, ob ich Interesse habe und ob ich auch die Möglichkeit habe, schnellstmöglich anzufangen hier. Und das habe ich bejaht, habe mich ins Auto gesetzt. Die Anreise war leider etwas chaotisch. Vollsperrung auf der A4, das war nicht so schön. Deshalb mussten die Verantwortlichen ein bisschen auf mich warten. Und deshalb hat es auch etwas länger gedauert, was man auch an der Pressemitteilung sehen konnte. Bis tief in die Nacht gearbeitet. Es war ein sehr gutes Gespräch. Wir haben uns gut verstanden und sind uns auch schnell einig geworden. Nochmal der Lars Preußer. Herr Baumann, werden Sie mit den Co-Trainern bisherigen Marco Kempf und Rosi Petkoff weiterarbeiten, oder haben Sie da andere Ideen? Na, wir haben vereinbart, dass wir so das Trainerteam belassen und so weiterarbeiten werden. Weitere Fragen? Gucken wir nochmal in die Runde. Der Olaf Morgenstern nochmal. Sekunde bitte. Herr Baumann, kennen Sie aus der momentanen Mannschaft von Aue Spieler aus früheren Zeiten? Und wann oder haben Sie überhaupt jetzt in den letzten Tagen oder Wochen, Monaten die Mannschaft live gesehen? Also persönlich kenne ich nur den René Klingbeil, allerdings auch nur kurz bei seiner Zeit in Duisburg bei der VDV, als er da kurzzeitig mittrainiert hat. Die anderen Spieler kenne ich natürlich aus einigen Begegnungen gegeneinander. Und das letzte Spiel, was ich allerdings nicht live gesehen habe, war natürlich das Spiel am Montag. Ich habe mich da natürlich intensiv mit beschäftigt, und Aue hat ja eigentlich auch, als wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit Osnabrück zusammen aufgestiegen sind, eigentlich immer den Weg begleitet. Deshalb bin ich eigentlich sehr gut informiert über die Mannschaft. Okay, schnell den Kollegen Schmitz vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ja, Herr Baumann, was fordern Sie jetzt von der Mannschaft? Ich fordere, vor allen Dingen fordere ich Punkte. Wir wollen Punkte einfahren gegen den Abstieg. Und wie ich gerade schon mal gesagt habe, glaube ich, dass es wichtig ist, der Mannschaft wieder den Glauben an die eigene Stärke zurückzugeben. Wie man gesehen hat, dass Rückschläge die Mannschaft doch außer Bahn werfen können. Das ist auf der einen Seite, bin ich mir sicher, ein mentales Problem. Das ist natürlich nicht so einfach. Das werden wir versuchen, durch viele intensive Gespräche und natürlich auch durch Trainingseinheiten versuchen, diese Stärke der Mannschaft wiederzugeben. Die nächste Frage von Sebastian Mutzler, Morgenpost. Herr Baumann, welche Philosophie verfolgen Sie? Sie waren selber mal Abwehrspieler. Muss man damit rechnen, dass Sie eher defensiv spielen lassen, oder wie sieht es da aus? Na, also ich mag es eigentlich nicht, wenn man hinten drin steht, sondern pflege einen aggressiven Stil. Das heißt, dass wir uns nicht hinten einigeln, sondern durchaus versuchen, den Gegner beim Spielaufbau zu stören, damit der Weg zum gegnerischen Tor nicht so weit ist. Sicherlich immer noch schwierig, das in kurzer Zeit hinzukriegen, aber das ist eigentlich das, was ich bevorzuge. Und weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Doch, der Herr Preußer nochmal. Die Ämter wie Kapitän und das Gremium Spielerrat, wird das auch so belassen, oder machen Sie sich da nochmal einen Überblick? Nein, das wird erstmal so belassen. Das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob der Kapitän gewählt wurde, Mannschaftsrat, ob das gewählt wurde, aber es ist ja etwas, was gewachsen ist, und da will ich jetzt nicht irgendwie komplett dazwischenhauen, sondern ich mache mir natürlich ein Bild und gehe aber auch davon aus, dass das natürlich alles passt. Gibt es noch Fragen? Herr Morgenstern nochmal. Herr Baumann, fragen Sie uns noch kurz, Sie sind im März 2011 in Osnabrück entlassen worden, was Sie in den vergangenen Monaten getan haben, und vielleicht noch ein bisschen was zur Person, Familie etc., wo Sie Ihren Wohnort haben. Ich habe eine Menge gemacht. Ich bin einen Marathon gelaufen, ich habe mein Studium beendet, ich habe Fußball geschaut, ich habe den Garten umgegraben, das Haus renoviert.
Und jetzt hatte ich die Schnauze voll davon und deshalb freue ich mich, dass das jetzt hier geklappt hat. Ich glaube, es wurde ein so ein kleines Merkblatt ausgelegt, aber ich kann ja trotzdem nochmal sagen, ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe keine Kinder und bin heiß auf Fußball. Gut, gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall, wie das aussieht. Amen. Amen. Amen.